liebe Freunde von Franz West, von Kippenberger möglicherweise und der Partizipation. Natürlich geht es nicht um die Kuratoren, sondern es geht um die Künstler und Künstlerinnen, die in der Kunst im Mittelpunkt stehen, von uns eigentlich nur begleitet. Und deswegen fangen wir auch an mit den Künstlern, mit Richard Höck und seiner Dokumentation über ein Ereignis, das in Mönchengladbach stattgefunden hat, im Museum, dem von mir betreuten Museum. Aber vorher noch ein Wort zu dem Bild, das wir gesehen haben von Franz West und Martin Kippenberger, die, wie gesagt, sich zwar kannten und gegenseitig schätzten, aber eigentlich selten zusammen waren. Wie hier auf diesem einen Foto in Innsbruck auf der Grafika, die Herbert Fuchs in den 90er Jahren, ich glaube es war 92, zeigte und wo auch der frisch aus der Taufe gehobene Kippenberger Frosch gezeigt wurde. Das ist jetzt keine Ausstellung gewesen, sondern ein permanenter Raum, der allerdings dann nur ein Jahr zu sehen war, im Museum Abteiberg, neben den Arbeiten von Polke, neben einem Raum von Polke, also ziemlich emporgehoben, der mir eingefallen ist, man könnte doch nach dem Tod 97 von Martin Kippenberger, West und Kippenberger, die ich frisch angekauft hatte, zusammen in einem Raum zeigen. Das war aber dann doch ein bisschen wenig und so war ich sehr froh, dass ich ein paar ganz wichtige Leihgaben von Günter Förg bekam, die er in einem Schweizer Depot stapelte, vor allem diese ganz große Skulptur, ein erster Entwurf für die Brücke hier über den Wienfluss, also eine der ersten Lemuren, von der noch ganz abstrakt anmutet als Dreieck, von sehr frühen Sitzen Wests begleitet, einer Collagenwand, die auch in großen Teilen dem Föhr gehörte. Links eine ganz späte Arbeit von Kippenberger, eine der letzten, dieser merkwürdige Totenkopf, der sich als Pirat tarnt. Das ist das, was man sieht hier. Diese Bilder waren lange Zeit verschwunden. Es gibt einen kleinen Katalog, der längst vergriffen ist, zu dieser Präsentation. Franz West reiste extra an. Ich habe das verbunden mit einer Weinedition, die er zusammen mit dem berühmten Weinmacher Angelo Geier gemacht hat. Hier sehen wir im Hintergrund das Kippenberger Bild, das er mir sozusagen Kippenberger noch bestimmte, das sollten wir im Museum ankaufen, das ich dann auch befolgt habe, ein früheres Kippenberger Bild noch. Und eben die Werke wild durcheinander gestellt, so habe ich mir sie auch vorgestellt. Franz, und rechts sehen Sie eine Wand, schwer erkennbar, mit zwei Stühlen, also sozusagen auf jedem Stuhl sitzt jemand, der gegen die Wand spricht. Diese Arbeit hat, und unten ist der Atelierboden von West. Das war eine Arbeit, die wir abgesprochen hatten, die ich auch von ihm aufkaufen konnte. Da sehen wir einen Blick in die Collagen. Unten links der deutsche Künstler Meuser beim Hantieren mit einem Passstück. Das sind alles Sachen der 90er Jahre, auch der 80er Jahre. Und da haben wir dann eine Leihgabe der Sammlung Veslin bekommen. Das ist, was ist denn nur am Sonntag los, aus der Mitte der 80er Jahre, 84 glaube ich. Und nachdem ich das Museum verlassen habe, haben dann die Leihgeber ihre Sachen abgezogen. Dann war mit der Permanenz ein Ende. Da sehen wir nochmal das Weststück mit der Wand und andere Dinge. Dann ein Labstück, Sie wissen ja wahrscheinlich aus dem Werk, die Labstücke haben alle mit
Alkohol und mit Flaschen zu tun. Da sind Flaschen eingebaut zum Laben, aber nur symbolisch. Gut, dazu war begleitend eben eine, das kann ich Ihnen jetzt nur so berichten, eine Weinedition. Herr Gaia, der Weinbauer, kam extra aus Italien, aus den Lange. Und weil West sagte, das muss ein ganz teurer Wein sein. Diese Weinedition stand, jetzt kommen doch die Kuratoren ins Spiel, war natürlich meine Idee, und ich habe sie in Verbindung gebracht mit einer Weinedition mit Martin Kippenberger. Ich habe also die beiden Künstler schon immer irgendwo fokussiert, ferngesteuert. Kippenberger hatte bei seiner Ausstellung Anfang 1997 in München-Gladbach eine Prosecco-Edition gemacht, die eigentlich ein billiger Prosecco war, aber es ging ja eigentlich um die Idee, um die künstlerische Idee. Und die beiden sollten noch einen dritten Begleiter bekommen von Günter Förg. Und vielleicht ist das kuratorischer Zynismus, dass natürlich alle gerne getrunken haben, inklusive mir. Insofern nehme ich mich da nicht aus, aber zu Günter Förg kam es nicht mehr. Ich habe dann gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich habe dann doch ein bisschen Sorge gehabt wegen des Zynismus, den man einem anheimstellen kann. Die Idee, Franz West und Kippenberger in einer Ausstellung zu zeigen, nachdem ja einer der Künstler nicht mehr am Leben war, hat sich dann nochmal eine Fortsetzung gefunden. Nach 2000 bei der Eröffnung der Flick Collection im Hamburger Bahnhof Berlin, davon habe ich leider keine Bilder. Das hat West schlug schon vor, dort mit Kippenberger in einem Raum auszustellen. Und mich holte er als Dialogpartner dazu, sozusagen als kritischer Begutachter zum Aufbau. Diesmal war das Rendezvous ungleich schwerer. Sie sehen ja, hier ist doch ein enger Raum, in dem die Sachen aufeinander prallen. Wests und Kippenberger Skulpturen vertrugen sich schlecht miteinander. Freie, größere Arbeiten Wests und Collagen mit Bildern Kippenbergers, das ging gerade noch, das mutete erträglich an, aber Kippenbergers Konstrukte, wie zum Beispiel der Schneewittchensarg, waren aus einer anderen Dimension. Das waren keine Bildhauerarbeiten, die hatten eher einen grafischen Charakter. Mit Wests Pappmaché-Gebilden ging das schwer zusammen. Eine von Flick über David Zwirner angekaufte Konvolut, damals von frühen Passstücken, meist mit Bemalung, sollte auf einer, ich sag mal, Armada von Sockeln gezeigt werden, die dann so rumstanden. Das hat uns beiden nicht gefallen. Sie stammten aus der Galerie Hummel in Wien, Wests früher Galerist vor Packisch. West war nicht sonderlich erfreut darüber, bezeichnete sie, das kann man ja jetzt nach so vielen Jahren sagen, als Jugendsünden, die unter finanziellem Druck entstanden seien. Sie fungierten bei ihm unter dem Namen, unter der Bezeichnung Wiener Block. Der Wiener Block und Kippenberger, das ging also nicht so gut. Erst durch Verdecken mittels größerer Wände, durch optisches Wegblenden gelang dann ein Kompromiss. Vor 1997, dem Todesjahr Martin Kippenbergers, gab es wenig gemeinsame Auftritte. Ich entsinne mich, dass West zum Polterabend Kippenbergers und Elfie Semmotans in Engländer erschien, nicht aber zur Hochzeit in Jennersdorf. Mit Martin Kippenberger und Hans Weigand besuchte ich die von Jennersdorf kommend, die noch im Aufbau befindliche West-Retrospektive. Also kurz vor der Eröffnung im 20er, also hier in diesem Haus. Weigand war der Grafiker des Katalogs und konnte uns Eintritt verschaffen. Die Kuratorin Eva Badura-Driska war anwesend, sie musste ja auch noch arbeiten, aber der Künstler West war nicht da, nur also ich mit Kippenberger. Also dann war wieder eigentlich kein Treffen. Als ich beide Künstler für Einzelausstellungen im Museum Abteiberg, das ich 1995 übernommen habe, eingeladen hatte,
wollte Kippenberger zusammen mit West ausstellen. Als ich ihm die Ausstellung anbot, sagte er, ich könnte doch mit West zusammen ausstellen. Aber Franz West wollte nicht. Da gab es keine gute Stimmung. Schon zuvor bei Jan Huths Documenta 92 war zwar Franz West eingeladen worden und mit zwei neuen Gattungstypen, den Sofas oder den Präsent, den Divanen und Lemuren an einem anderen Platz. Aber Kippenberger, der sich irgendwie selbst ins Spiel gebracht hatte, das konnte er schon, wurde von Jan Huth wieder ausgeladen, weil er partout seine sich beugende Laterne auf den Erdkilometer Walter de Marias stellen wollte. Dazu habe ich dann, das kann man ja als Zynismus ansehen, man kann es aber auch als was anderes ansehen, denn Kippenberger hatte auf dem Plakat, das dann Jan Huth akzeptierte, Melancholie über das Fridericianum geschrieben. Also es war was anderes. Und heute habe ich von Peter Packisch gehört, dass Kippenberger schon vorher eine Relation zu Walter de Maria entwickelt hatte. Auf einem Foto hat er entdeckt, dass der junge Walter de Maria ihm ähnlich sah. Das war ja eine Manie bei ihm, berühmte Leute, die mir ähnlich sehen. Und so muss er damals in einer Ausstellung in New York, hat er das als Plakat verwendet. Also da gab es schon, das war in einem Restaurant in dem Barocco ausgestellt, wo auch Walter de Maria zum Essen ging. Das hat auch Walter de Maria gesehen. Das sind so die Merkwürdigkeiten. Und ich war in dieser Zeit ja damals in Kassel präsent und habe das auch alles gesehen, eine Probeaufstellung. Und sehr viel später habe ich noch einmal Jan Huth getroffen vor seinem Tod und habe mit ihm das Ganze nochmal durchgesprochen und ich habe gesagt, Jan Huth, jetzt mal raus mit der Sprache. Was war denn wirklich los? Sagt er, doch, der Kippenberger konnte bei mir, er war eingeladen, er konnte bei mir ausstellen, aber er hat sich versteift auf diese Laterne auf dem Erdkilometer. Was anderes käme nicht in Frage. Und er hat gesagt, das geht nicht, das kann ich dem Walter de Maria nicht antun. Die Idee, meine Bekanntschaft mit Kippenberger, die ging schon viel früher los. Kippenberger, die waren eben auch 92, den ich gar nicht richtig kannte. Er schlug mir vor, mir als dem Leiter des Museums Fridericianum, das ja da in diesem Fridericianum operierte, außerhalb der Dokumenten. Er wollte danach, wenn die Dokumenta zu Ende sei, wollte er mit den Wänden Jan Huths, die da so standen, vielleicht haben sie einer oder andere noch gesehen, 92, in der Mitte stand das, im Eingang stand das Video von Bruce Naumann mit dem sich drehenden Kopf. Daneben der Wiener Peter Kogler, der die ganzen Wände überzog mit seiner Wandmalerei. Kippenberger wollte also mit seiner Sammlung, wie er sagte, das Ganze nochmal irgendwo nachstellen. Man kann sich vorstellen, es wäre ein handfester Skandal geworden, vom Gelächter nicht zu sprechen. Aber ich fand die Idee so gut, dass ich nicht, um Jan Huth eines auszuwischen, sondern diese Innovation dieser Idee, so gut, dass ich beschlossen habe, das zu machen. Aber meine Kunsthalle hätte mit ihrem Budget den Abbau zahlen müssen. Das wären 70.000 Mark damals gewesen. Das habe ich einfach nicht gehabt, so viel Geld war gar nicht drin. Das hätte dann nicht mehr die Documenta bezahlt. So habe ich dann anstattdessen 93 beide Künstler, West und Kippenberger, neben Günter Förg, Meuser und Katie Noland eingeladen, mit einem Raum in einem Museum der Zeit in diesem Gebäude zu operieren. Das Museum auf Zeit war eine Trotzreaktion auf halbierte Budgetmittel. Wenn man keine Ausstellung mehr machen muss, muss man eben die Räume langfristig bespielen. West zeigte damals, jetzt können wir das nächste Bier machen. Da müssen Sie wieder kommen, ja. West zeigte damals seine Möbel in Verbindung mit getauschten Wandarbeiten von Kollegen, das nannte man dann Sammlung, und von Studenten. Sowohl West wie auch Kippenberger hatten ja eine Gastprofessur in Frankfurt, im Städel.
hintereinander. Und dadurch habe ich auch ihre Studenten kennengelernt. Und das waren die Studenten von West, die ihre Sachenzeit, das war nun wirklich der Beginn dieser westlichen Partizipation, also nicht der Beginn, war immer so, aber das war doch ein Teil davon. Mit Studentenarbeiten und mit einem Tisch mit leeren Flaschen darauf, das war sein Wunsch, dass in der Ausstellung Bier getrunken wird, was sich natürlich sehr schwer in einem Museum verwirklichen lassen kann. Nur der Tisch war von Franz West, da gab es noch ein Sofa, zwei Sofas dazu. Und das sind teilweise amerikanische Künstler hier, auch Albert Oehlen ist dabei und ja, nicht uninteressant, aber das ist eine Auswahl, es war noch alles viel größer. Diese Arbeit war fast 2 Jahre zu sehen. Kippenberger wollte in diesem Museum auf Zeit nichts von sich zeigen, sondern er wollte Ausstellungen machen. Er sagte von Freunden und aus seiner Sammlung. Ich sagte, die Bestimmung dieses Museums auf Zeit ist, dass die Künstler machen können, was sie wollen. Also kannst du auch Ausstellungen zeigen. Und ich sehe mich da noch stehen mit ihm und gegenüber hat man mir den Kasseler Kunstverein reingesetzt, gegen meinen Willen, weil der die Symmetrie gestört hat. Ich war mit dem Programm auch nicht so einverstanden. Und dann habe ich gesagt, wenn die einen Kunstverein machen, kannst du doch auch einen Kunstverein machen. Und den nannten wir dann den Kippenberger Kunstverein. Männer-Frauenkunst, Frauen-Männerkunst. Sie sehen unten Museum auf Zeit, das hat er falsch geschrieben, Fredizianum. Ich dachte, es sei wirklich ein Fehler, aber es kam dann später raus, dass er immer selbst Fredizianum gesagt hat und das dann auch wollte. Wahrscheinlich Peter Frosch war auch mit dem Spiel irgendetwas in der Richtung. Die Künstler kann man kaum noch erkennen. Es sind Cosima von Bonin und alle, die um ihn herum waren, auch Studenten. Er war ja dann auch noch Gastprofessor in Kassel. Studenten von ihm, alte Kumpanen, Albert Oehlen und so weiter. Ich kann gerade noch lesen von Heil, Charlene von Heil, also wen man eben kannte. Das war Frauen, Männer. Dann hat er noch, wie gesagt, seine Assistenten ausgestellt, Wohnseifer etc. Und das war nicht immer spannend, aber es war natürlich keine. Er kam dann immer seltener, weil er schon gar keine Zeit mehr hatte. Und das war dann auch nach 2 Jahren zu Ende. Bevor ich jetzt weiter Episode um Episode anhäufe, wollen Sie sicher wissen, was es mit meinem Untertitel auf sich hat. Getrennt kämpfen, vereinschlagen. Ist diese Parole des alten Blücher nicht so militärisch, strategisch? Gegen wen sollten denn Kippenberger und West kämpfen? Warum getrennt? Wen sollten sie denn mit ihrer Kunst schlagen? War Strategie ihr Hauptziel? Franz West und Martin Kippenberger kommen ja aus verschiedenen Milieus. Doch trotz bürgerlicher Erziehung konsumieren beide schon früh Drogen und trinken Alkohol. Also wenn wir von Gemeinsamkeiten sprechen. Aber beide zieht es magisch zur Kunst und Literatur, aber auch zur Satire. West hat den Komödianten in der Familie, seinen Halbbruder Otto Kubalek. Kippenbergers Vater zieht mit der Familie komödiantische Aktionen auf und zeichnet Karikaturen. Beide Künstler arbeiten in Zeichnungen und Collagen als erweiterte Karikaturisten, würde ich schon mal so benennen, das, was ja die Arbeit nicht schmälert. Strategie im Sinne des politisch Korrekten ist natürlich nicht gefragt gewesen. Es gibt ja ein Bild von Kippenberger, das Political Correctness heißt. Es ist die Finte des Komödianten, des alten Schallknarrs oder Tricksters, wie er im Englischen heißt und woraus C.G. Jung ja einen großen Text geschrieben hat über den Trickster. Michael Bachtin, der große russische Literaturhistoriker, hat diesen Schallknarr in die Rolle von Don Quixote, vor allem aber in Rabelais, Gargantua und Pantagruel entdeckt,
und sich mit der Strategie der Karnevalisierung, wie er es nannte, beschäftigt. Franz West hat mir sehr oft diesen Michael Bachtin, den ich ja gar nicht kannte, weil ich auch mich mit Literatur nicht beschäftigte, sozusagen in Erinnerung gebracht und gesagt, das ist die Geburt der Kunst, die Saturnalien der Römer. Das war natürlich ein bisschen kurz gefasst. Es geht ja um das Umdrehen des Normalen, die Lächerlichkeit, aber auch Durchtriebenheit, Ironie und Groteske anstelle von Ernst, Würde und moralischen Appellen. Also um noch auf die Römer zu kommen, was eben bei Bachtin beschrieben wird, die alten Römer verkleideten sich an den Saturnalien, ihrem Karneval, der aber zur Weihnachtszeit stattfand, als Lemuren mit Masken, also böse Geister, auch wenn West sie später an seiner Brücke in den Wienern wieder zu erkennen glaubte, die nach Heraklit aus den Gewässern steigen. Aber es war die Idee der Lemuren als böse Geister. Da haben wir, eigentlich ist das die Brücke am Mack, die Grundidee. Nur diese bösen Geister sind natürlich auch zum Lachen. Es ist ja alles ambivalent. Und Frösche sowie Eiermänner, um von Kippenberger zu sprechen, können am Kreuz oder als deutsche Spießer fast schon tragisch wirken. Es ist immer beides drinnen. Kippenbergers Frosch, wie Sie wissen, bewegte in Innsbruck auf der Grafika. Zuerst wurde allerdings in Wien gezeigt, bei Packisch, und in Umhausen 1995, organisiert von Herbert Fuchs. Viel später auch noch in Regensburg und in Bozen unzählige Katholiken und Katholikinnen, die als Protest stumm vor dem Zelt in Innsbruck gestanden sind, und auch in Regensburg war ich damit konfrontiert, weil ich das Kreuz nochmal zeigte, und keiner weiß außer mir, dass dieses Kreuz immer das gleiche war, nämlich die Leihgabe des Sammlers Tirala aus Innsbruck, also Bozen und Regensburg. Blasphemie warf man mir damals als dem Kreuzbringer in Regensburg vor, und Papst Ratzinger, das Aufschrei in Bozen, der hat ja dazu Stellung genommen, war ja auch ein Mann, der Jahre zuvor in Regensburg Theologieprofessor war. Also solche Städte, die scheinen magische Anziehungskraft zu haben. Satire und Ironie, aber eigentlich ist es Groteske, die Kippenberger und West angetrieben hat. Die Groteske ist ja nichts Lustiges, oder sollte man über Maria Lasnik Selbstporträts lachen? Franz West und seinen damaligen Assistenten Peter Höll in der Toskana bei einer kleinen Eröffnung bei einem Privatsammler. Franz West erklärte mir, dass er jetzt als der Ältere den Part des alten Philosophen übernommen hat, während sein Assistent der Redner, der Orator ist, sozusagen im römischen Sinne. Er hat das schon, glaube ich, als Antike betrachtet, der von der Rednerkanzel ausspricht. Die Gegner im Kampf waren immer die gleichen Spießer, vor allem jene in den höheren Museumslogen. Wie wir wissen, beschäftigt sich Kunst ja gerne mit Kunst. Politiker und andere Amtsträger, meist aber waren es die Windmühlen, um nochmal auf Don Quixote zu kommen, gegen die man ritt und antrat. Tugenden gegen Laster, Lapiden gegen Kentauren, Linke gegen Rechte, Borussia Dortmund gegen Bayern München. In diesen Psychomachien ist es wichtig, dass sie stattfinden. Das Stattfinden ist wirklich entscheidend. Jede komische, umgedrehte Anspielung ist ja nicht als Futter für kunsthistorische Interpretationen gedacht, oder zunächst nicht zuerst, sondern für die Künstler war es die Kunst, die in der Kunst steckt, die man herausziehen muss, wie um Dürer mal falsch zu zitieren, damit sie nicht platt und direkt wirkt.
um drei Ecken herum, kann man auch sehr sagen. Wess und Kippenbergers Kommunikation und Partizipation bestand darin, den anderen zu respektieren und liebevoll ins Werk einzubeziehen. Das war ihnen dann doch wichtig. Kippenberger erbat von Franz West 1990 einen Entwurf für seine Ausstellung bei Nordenstadt Karstädt. Franz West in etwas ermüdetem und angetrunkenen Zustand auf einem Tisch liegend, vorne der deutsche Künstler Meuser, der ihm noch das Schild, das war eine Tischkarte, auf das Hinterteil gelegt hat, im Hintergrund angeregte Unterhaltung von David Zwirner und Peter Packisch. Ja, so war das. Das war die Groteske, die dann weiterging, die ja auch nicht unbedingt zur Veröffentlichung gedacht war. Und dann hat sich Franz West von Sanitätern raustragen lassen. Er wollte nicht, partout nicht aufstehen, wobei man den Theatereffekt, glaube ich, in den Vordergrund stellen muss, weil er zu mir sagte, ich mag jetzt nicht mehr ins Hotel gehen, ich mag nur noch getragen werden, so wie der Beuys bei seiner Coyote-Aktion. Wenn man das noch sagen kann, dann kann man noch nicht so ganz am Ende sein. Das war also in Mönchengladbach die Eröffnung, das Essen im Restaurant. So, das wollte ich Ihnen aber zeigen, dass Kippenberger hier einen Franz West-Entwurf genommen hat für diese Ausstellung in New York. Und die Ausstellung hieß, wir lagen vor Sansibar und hatten ein Manifest an Bord. West zeigte wiederum bei der Ausstellung Gelegentliches 96 in Mönchengladbach ein Klappbett, das hat er schon vorher mal gezeigt. Und daneben zwei Skulpturen aus seiner Sammlung, eine von Emilio Brini von der Arte Povera und von Martin Kippenberger, diese Klammer aus Bronze. Und erst später ist mir aufgefallen, dass das ja eigentlich weiblich-männliche Geschlechtsmerkmale sind, die ganz gut zu dem Bett auch passen. Und das Passstück darauf hat auch einer Vagina nicht unähnlich gesehen. Aber so Sachen, die waren eben im Verborgenen, spielten die sich ab. Außerdem fügte West einer seiner ersten Collagenarbeiten, in denen er Zeichnungen und Wandarbeiten von Freunden und Schülern mit einschloss, das war dann so ein Prinzip von ihm, ein Bild Kippenbergers, das habe ich leider jetzt kein Bild da, mit einer Bulldogge ein. Das Kippenberger Bild war damals schon, obwohl Kippenberger noch nicht so mit den Preisen war, mehr wert als der Gesamtpreis, den der belgische Sammler Anton Herpert dafür bezahlt hat. Künstlerische Partizipation von Abwesenden hatte ja im Sinne von Memorial auch eine lange Tradition. Sie wird durch die Vereinnahmung nicht nur eine kollegiale Geste, schon beinahe eine Art von Blutsbrüderschaft, indem man den anderen mit hineinholt mit einem Werk, wobei man das ja unter seinem Namen laufen lässt. Doch aufgepasst, im Fall von Kippenbergers Modell Interconti, einem Richterbild, das als Tisch umfunktioniert wurde, kann man das natürlich nicht sagen. Da ging es wieder um anderes. Und wenn West wie Kippenberger Auftragsarbeiten an Studenten vergaben, also etwa die Kanarienvögel Kippenbergers, die von einem Großteil von Studenten gemacht wurden und sie in ihre Werke einreihten, dann war diese Partizipation, dann war diese Vereinnahmung ein Statement zum Kunstbegriff, sozusagen, ich kann es zeigen, es haben meine Studenten gemacht, aber jetzt ist es meines. Und in Hinsicht auch auf dem Kunstmarkt zu sehen, sozusagen, wie wird man aufgewertet. Das war schon auch Absicht, war nicht zynisch, sondern das war, es haben ja viele andere auch gemacht. Und wissen Sie selbst, dass damit kann man in der Kunstgeschichte vieles erklären, auch wenn wir heute die Rembrandts voneinander trennen. Ist das vielleicht ungerecht, weil Rembrandt sie vielleicht auch als eigene Werke betrachtet hat. In Erinnerung an Mönchengladbach, V.
Franz West hatte damals Richard Höck als Kurator mitgenommen, obwohl er ja nicht ein Künstler war, aber das darf man ja. Aber das ging alles ganz schnell und der Richard Höck wollte ja eigentlich auch da noch was zeigen. Das haben wir schon gemerkt. Und der Franz West hat dann wieder, sagte, ja, jetzt hängen wir, machen wir mal eine Probehängung. Aber irgendwie am Schluss ging es nicht richtig. Ich habe mich da rausgehalten, der Franz West hat dann einfach schon selbst dirigiert. Das Ganze hat aber dann doch noch eine unerwartete Lösung gefunden in einer schnarchenden Wanze. Das war mein Schnarchen. Er hat nämlich heimlich mich im Schlafen, nicht im Bett, sondern in einem Lokal, aufgenommen und den Kurator Schnarchen auch im Katalog mit einem Bild belegt, das nicht gerade zu meinem Ruhm beiträgt. Damit hat das Ganze noch einen scharfen, wenn man in den Raum hineinkam, hat es plötzlich von der Decke gemacht. Das war dann doch gut, dass diese etwas fast schon museale Präsentation im Sinne einer gegenwärtigen Frische sozusagen progressiv aufgerissen wurde. Es gab natürlich, das waren ja ganz interessante Sachen, vielleicht weil wir in Wien sind, war noch ein Boden drin von Hans Hollein aus so einem Kokosfaser, der schon völlig vergilbt war. Und Franz West sagte, ich mache das alles aber nicht mit diesem Boden. Der muss weg. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer sagt es, Hans Hollein? Hans Hollein sagte, das ist sein künstlerisches Eigentum, das gehört zu dem Haus dazu. Und zum Glück, kurz davor, hat sich eine Frau verletzt, die ist hängen geblieben in dem Teppich und umgefallen und hat sich einen Finger gebrochen. Und damit konnten wir den Hans Hollein, den habe ich dann angerufen und habe gesagt, da ist leider was passiert. Ja, dann wird er einfach ausgetauscht. Da habe ich gesagt, Herr Hollein, das gibt's nicht, den gibt es nicht mehr so, den Boden. Ich würde sagen, einfach, wir lassen ihn jetzt mal frei, wir machen einfach nur so ein bisschen Betonboden oder so mit Asphalt und den können wir immer wieder reinlegen, mit der Absicht, das nie wieder zu tun. Und Hollein war unter Druck, er war ja auch den West verpflichtet, wir hatten ja zusammen Biennale österreichischer Pavillon gemacht und so haben wir das hingekriegt. West sagte noch zur Drohung, wenn dieser Boden nicht weg kann, muss Heimo Zobernick kommen, da sind wir wieder bei Ihrer Ausstellung, muss Zobernick diesen Teppich mit Farbe überdecken, in der von ihm gewünschten Farbart. Da habe ich gesagt, bevor wir das machen, nicht gegen Heimo gerichtet, sondern um keinen Ärger zu bekommen. Dann gab es noch ein städtisches Bauamt, das da auch noch mitreden wollte. Also Sie sehen, in einem Museum ist es nicht so ganz einfach. Danke.